Auf jeden Fall, Freunde, wir gehen jetzt rein in das Video von Steffen Oswald bzw. Theremel. Die Pubertät des Ninja Warrior Tim. Georgia, kannst du mir bitte aufhören? Ach, jetzt ist meine Uhr vibriert die ganze Zeit. Dankeschön. Alright, Abfahrt, let's go. Ja, wir gehen einfach mal rein, ne? So, ja? Sind wir soweit? Oh. Ja, bin ich soweit, ist die Frage. Hallo Leute! Ja, wie ihr seht, haben wir heute auch eine Gastdame hier bei uns auf unserem Sofa. Möchte die heute anonym bleiben? Bislang will sie noch anonym bleiben. Aber vielleicht kommt sie auch gleich ins Video. Wer weiß. Zeigt auf jeden Fall. Liebe Leute, heute geht es um den berühmt-berüchtigten Tim Jacken. Ey, ich cringe jetzt eigentlich schon komplett rein, ey. Unseren liebsten Freund, der uns ja schon eine Zeit lang begleitet. Ja, lieber Tim, hallöchen. Wir haben uns ja jetzt schon ein Weilchen nicht mehr gehört. Ganz bespitzt. Was ist denn das hier eigentlich, Freunde? Mach mich mal nach hier unten, ne? Dann ist sie nicht verdeckt. Oder halt, dann ist halt nichts so Wichtiges verdeckt, so. Wir zwei oder auch wir drei. Natalie und ich haben uns gestern nochmal... Georgia, bitte kannst du... Georgia antwortet mir auf meine Nachrichten im Stream. Okay, perfekt. Top. Deine Videos angeschaut, die du vor unserem Interview gemacht hast, wie alles begonnen hat. Und da ist uns ganz klar was aufgefallen. Also, nämlich, wir zitieren dich jetzt mal. Wundervolle Videos. Bombenkanal. Unsere Freundin Thea. Ja, was ist denn aus der Freundin Herz geschlossen? Genau. Was ist denn aus der Freundin geworden? Was ist denn aus der ganzen Energie geworden? Also Tim, ich hatte echt viel Spaß mit dir, bis wir uns dann begegnen. Also ganz kurz für die Leute, die das nicht gecheckt haben, die gar nicht wissen, was hier abgeht. Hier, die Damen so haben halt so funny, lustige, cringy Videos gemacht, die sehr verstörend waren. Also ich fand die einfach primär lustig so. Also es war halt Unterhaltung so, ne? Dann haben wir so ein bisschen auf sie reagiert und die haben so zurückreagiert quasi so ein bisschen. Also wir haben uns so videomäßig hin und her geschoben. Es war halt sehr cringy, es war aber trotzdem funny irgendwie alles. Dann habe ich aber ganz viele Nachrichten bekommen, dass Steffen Oswald, der gerade nicht in dem Bild ist, sus ist. Also guckt euch das lange Video an, ist auf jeden Fall die Video schon verlinkt. Und da habe ich ihn, sag ich mal, exposed. Ich habe sie Zerstörung von Steffen Oswald genannt. Und genau. Das kann man jetzt nicht beschreiben, was da passiert ist. Guckt euch das Video an. Und danach hatte ich sehr lange keinen Kontakt mehr zu denen. Jetzt haben die halt irgendwie vor 2 Monaten ein Video gegen mich gemacht. Ich bin mal gespannt, was sie da sagen. Geeignet sind und manchmal sind die auch. Also sehr wahrscheinlich fronten die mich einfach und sagen, ich bin wack und was auch immer. Augen sehen konntest, wow. Tim. Ja. So sehr, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben Nathalie und ich uns überlegt, das Ganze mal wieder, also dieses ganze Entertainment, das Duell, was ja seitdem besteht, ja, also Fakt ist, du verdienst an uns Geld, ja, du generierst Klicks, dein Video, unser Interview ist faktisch dein am meisten aufgerufenes Video, 2 Millionen Klicks. Also ich hab, wie das, die haben mehr Views, aber ist ja egal. Also ich habe so Shorts, die haben mehr, aber ja, von Longterm-Video haben die recht. Das ist das meist geklickte Video. Aber das spricht jetzt nicht für euch, weil es hat halt so viele Views, weil es halt so ein riesiger Skandal war. Aufrufe. Ja, und da dachten wir uns, lieber Tim, um das alles auf eine nächste Ebene zu heben, machen wir doch einfach mal ein Live-Chat mit dir. Ja? Genau. Also wir zwei Mädels mit dir im Live-Chat. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn wir mal in eine andere Zeit gehen. Also Live-Chat klingt so nach so Live-Webcam-Girl so mäßig. Live-Chat, was ist denn ein Live-Chat-Chat? Ihr seid gerade ein Live-Chat, aber ich soll mit denen einen Live-Chat machen? Oder meinen Livestream? Dass wir zum Duell aufrufen, ab auf die Bühne, mitten auf dem Marktplatz. Das ist jetzt lang genug so ein komisches Rumgedümpel gewesen. Wir machen jetzt mal so richtig Show. Okay, also ich werde mich jetzt mit denen nicht auf dem Marktplatz treffen, aber gut. Lieber Tim, Timmylein, deine Herrinnen wollen mit dir sprechen. Ja, oh, okay. Und weil Timmylein, es sieht einfach faktisch so aus, dass deine Darstellungen, wie sie gerade mal sind, ja, passen mit dem, was faktisch ist, einfach nicht überein. Ja. Also, so wie du Steffen, unseren Freund, darstellst und was wir die letzten Jahre hier erlebt haben,
Ja, steht nicht also, im Zusammenhang. Ja, der Steffen... Hi, ach, Chat. Das ist, genau, das ist wohl Leonie. Hi, Leonie. Chat. Digga, was gucken wir uns hier an, Freunde? Boah, ich kann das alles nicht mehr. Little Rick, ich verstehe dich, Alter. Ja, und an diesem... Danach brauche ich Therapie. Tamara, es tut mir leid, Alter. Freunde, Triggerwarnung, ich glaube, es wird nicht besser. Also ich glaube, Pitt meinte vor allem zu mir, das Ende ist wohl... Er meinte zu mir, lauf beim Ende, geh einfach, guck dir das Ende nicht an. Eieieiei. Faktisch ist es so, dass gerade mal 3 Frauen mit Steffen vor der Kamera zu sehen sind. Und hinter dir stehen wie viele Frauen noch? Also man munkelt ja, seine Freundin hätte sich von ihm getrennt nach dem Interview. Wegen des Interviews? Keine Ahnung. Ach. Steffen hatte das auch mal so... Also, das stimmt halt nicht. Also, das tut mir sehr leid, aber das ist halt eine Lüge. Prognose halber, mal in einem Video erwähnt, dass es doch passieren kann, weil deine Freundin ist ja auch nicht blöd, wenn sie wirklich mitbekommt oder wenn sie mitbekommen hat, was du für ein Typ. Also, ich bin mit meiner Freundin nicht mehr zusammen, aber sie war recht proud auf mich nach dem Interview eigentlich. Die war recht stolz auf mich. Die meinte so, ey, cool, dass du das machst. So. Wir waren dann halt bis Januar noch zusammen, also das war dann noch so ein Dreivierteljahr, also sorry, Bro, das war jetzt, also das hat ja jetzt wenig mit euch zu tun. Ja, ich meine, mit dem Interview hast du ganz klar deinen Charakter gezeigt. Ja, ich habe mit meinem Interview den Charakter gezeigt, ich fand es eigentlich ganz solide. Hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ey, Alter, bist du ein geiler Typ, ey. Ja, deswegen waren wir noch ein Dreivierteljahr zusammen, richtig. Ich bin dann mal weg. Ja. Hä, wie kommen die darauf, dass wir uns danach getrennt haben? Also, wo kommt er her? Ja, lieber Tim, ich unterbreche mal kurz hier die Sendung für einen ganz wichtigen Teil. Ich habe ein Geschenk für dich. Du hast mich inspiriert. Ei. Ich habe ein Wesen, wir haben quasi zusammen ein Baby gemacht irgendwie. Du hast ein Wesen mit mir zusammen auf die Welt gebracht. Genau. Es ist haarig und flauschig tatsächlich. Und doch irgendwie sehr süß. Deine Männlichkeit hat mich inspiriert zu diesem wundervollen kleinen Bild. Das ist das kleine... Was ist das, Freunde? Das sind so 40-jährige Menschen so. Das sind so richtig doll erwachsene Menschen eigentlich so. Keine Ahnung, wie alt sind die? 40? Und ich versuche mich so zu fronten mit so einem gemalten Teddybären. Deine Bimsen. 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 Und genau. Also es ist cute, das Ding. Da wird es auch noch kleine Kindergeschichten geben. Das also kleine Bimsen und wie der Timmy-Line zum Held wurde. Für alle, die es noch nicht wissen und es noch nicht mitbekommen haben, Tim sagt zum Wort Bimsen. Ja, ich sag zum Wort Bimsen. Geiler Front. Bei ihm ist auch der ganze Sexakt... Ich zitiere nur, Tim, nach 19 Minuten dann auch vorbei, also dann oder 20, ja, dann ist auch langsam gut, sonst wird es zu anstrengend. Hä, 20 Minuten voll stabil? Was wollt ihr von mir? Was ist das, Freunde? Hä? Fronten die mich da gerade mit, dass ich sage, Sex nach 20 Minuten? Also ganz ehrlich, gibt schlimmere Fronts, als zu sagen, du kannst nur 20 Minuten lang f***en. Also, ganz ehrlich, nach 20 Minuten reicht's mir auch. Also, ich meine so von der Penetration-Phase, sag ich jetzt mal. So, ne? Ganz ehrlich, nach 20 Minuten keinen Bock mehr. Also, aber gut, dann frontet mich damit, dass ich 20 Minuten bumse. Was ist was? Ja, das sind, was, das sind so 40-jährige Dudes oder so 40-jährige Frauen und Männer oder ein Mann, zwei Frauen, die versuchen mich damit zu fronten, dass ich nur 20 Minuten penetrativen Sex habe. Alter, was ist das denn? Wie lange ist der Film nochmal mit uns dreien? Und was ist das überhaupt? Das ist eine Aalschlange. Ein Seil. Ja. Also liebes Timmylein, wenn du hier wärst. Damit würden wir dich fesseln. Ja, wenn du hier dann würden wir dich auspeitschen. Ja. Bist du nur noch die Wahrheit sagst. Und nichts als die Wahrheit. Du würdest dich weich klopfen. Weil in Wahrheit findest du doch die Mädels total geil. Bro, was ist das denn, Alter? Und das ja! Kati schreibt, Therapie wird da auch nicht mehr helfen. Ja, Tati, es tut mir leid, dass ich es reinziehen muss, Alter, scheiße. Da was nicht stimmen kann, okay? Also das Bild, das du über Steffen in der, in der,
in der Gesellschaft breit triffst, was du nach außen hin, ja, wie du ihn darstellst und so, aber was denn dann wirklich dahinter ist, ne? Das ist einfach nicht kompatibel. Ja. Das wird auch der Grund sein, warum du solo bist, weil du in dir nicht, okay, die Dinge sind nicht kompatibel. Und nicht. Alter, wirklich, es ist, die, als, guck mal, ich bin Single, ja, aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, oh mein Gott, ich brauche eine Freundin, um glücklich zu sein, ich bin sehr glücklich so, wie ich gerade bin, so. Das sind so richtig wacke Fronten, also ich muss mich ja nicht rechtfertigen, so, ne, ich, ne, lol, ne. Aber diese Fronts sind ja, also, erstmal ist es wack, dass so 40-Jährige versuchen, so einen Mittel-20-Jährigen zu fronten. Zweitens, was sind das denn für Fronts? Also man kann mich mit echt viel fronten, so. So, ne, ich bin fucking cringy, a goddamn cringy Dude, so. Darauf könnte man gehen, so. Das ist easy zu fronten, so. Aber so, da fronten, du bist Single. Wow. Nicht transparent. Ja, Tim, du transparent. Bist einfach nicht transparent. Leg dich doch mal offen. Nimmst du Drogen? Wie viel Sex hast du in deinem Alltag? Warum soll ich euch das sagen? Hä? Das geht euch einen Scheiß an. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Was? Jetzt soll ich sagen, wie viel Sex ich in meinem Alltag habe und was für Drogen ich nehme? Was? Sind da mehrere Frauen oder nur ein? Genau, wie kommt? Bezahlst du dafür oder kriegst du... Eine Sache kann ich spoilern, ich bezahle dafür nicht. Geld dafür. Also das ist... Zweite Sache kann ich spoilern, ich bekomme auch kein Geld dafür. Das ist auch so ein Fakt, der genau, ja bei dir völlig untergeht. Steffen ist ein Mann, der faktisch Geld dafür bekommt, wenn Frauen herkommen und mit ihm Sex haben wollen. Ja, ist der okay? Dann ist er ein Sexworker. Ist ja auch fein. Was ist denn das? Ist jetzt der Front, dass ich nicht dafür Sex bekomme, wenn ich bumse? Alter, ich kann nicht mehr. Boah, es ist ein Fiebertraum. Ja, auch der Titel Rosettenflorist. Also vor einigen Tagen hat Steffen ja ein schönes Video hochgeladen. Wie war nochmal der Titel? Ninja Warrior Tim versus vorbestrafter Rosettenflorist. Diesen Titel, lieber Timmylein, hat Steffen von einer Dame bekommen, weil er so absolut geile und qualitativ hochwertige, sehr entspannende Behandlungen gibt. Ey, Freunde, ich wusste ja, dass es wieder cringy wird. Ich habe mir im Vorfeld gesagt, so, Alter, ich muss einfach cool bleiben. Ich muss einfach sagen, ja, komm, lass die labern. Aber, ach du Kacke, ich kann nicht mehr. Das ist... Boah. Aber leg dich doch mal offen, das ist ja der Punkt. Also, nein. Das ist die Wahrheit. Liebes Timmylein, du bist nicht transparent. Ja. Thema Transparenz und Geld, Alter. Tatsächlich. Wie viel Geld wir hast du denn sind, auf Steffen genau, verdient? Genau, wir sind dein bestes, dein meistgeklicktes Video. Und da du Geld mit Klicks verdienst, heißt das ist dein einnahmenstärkstes Video. Und die ganze Thematik scheint auch... Das ist nicht mein einnahmenstärkstes Video. Spoiler. Auch so einnahmenstark zu sein, dass du 3 Monate nach einem Vorfall den nochmal irgendwie erzählst, dass Sex, du bei der Staatsanwaltschaft... Sex, Drugs und Rock'n'Roll genau. Zieht halt. Verkauft sich halt gut. Ja, nur, dass wir halt noch nichts von diesem Geld gesehen haben. Und das fordern aber wir einfach mal ein, Tim. Das wäre einfach nur gerecht. Unter Geschäftspartner. Entlohnt waren natürlich. Und der Julian Zitlow wurde uns ja zugespielt. Deine du hast den ja auch. Danke. Du hast den ja auch in deiner Wolltest Geld von mir? Show erwähnt. Ja, der Julian versucht da auf diesen Zug aufzuspringen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber leider hat seine Freundin keine Sexausbildung als Liebesgöttin. Fronten die jetzt gerade Julian Zitlow? Digga, ein Livestream mit Julian Zitlow und Steffen Ostwald. Das wär's, Alter. Vorzuweisen, die beiden Damen schon. Ich war immer dabei. Beweismittel. Ja, und auch der Julian, da muss er einfach noch nachlegen, um die erbrachte Leistung, die Steffen da einfach vorlebt, was
was gelebtes Leben an Sex, Drugs and Rock'n'Roll, was das bedeutet. Was es bedeutet, loszulassen, auf alles zu scheißen und einfach nur echt zu sein. Alter, es ist... Boah. Ich weiß gar nicht, was die labern halt. Also, warum geht's jetzt dem Julian Zietlow? Also, ich hab den mal erwähnt, so dass gerade bei ihm irgendwie weird stuff abgeht, so, aber in der Thematik bin ich auch nicht drin. Und, genau, Tim, immer wenn wir uns bislang, also wir haben da ja so einen kleinen Ritus, ne, dass du wirst dich gewiss schnell daran erinnern, was ich meine. Immer nachdem wir uns gesehen haben, miteinander in Kontakt standen, gut, bis jetzt ist es einmal passiert, hast du einen kleinen Teaser von uns bekommen. Ja, wovor ich übrigens euch anzeigen könnte, weil ihr mir einfach ein von euch gesendet habt, was strafrechtlich relevant ist. Man darf Menschen nicht einfach einen senden. Also ich meine jetzt keinen Link, ich meine, in meinen Insta-DMs ist sowas drin von denen. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ich habe draufgeklickt, habe gesehen, what the fuck, hab sofort zugemacht. Ich habe ungefähr eine Sekunde gesehen. Ich habe irgendwas nackt gesehen, ich weiß aber nicht, wen ich nackt gesehen habe. Das ist das Schöne. Das letzte Mal war es unser erster Sexfilm, der war deiner Meinung nach. Liebe Zuschauer, jetzt gibt es eine Umfrage, welchen Teaser sollen wir Tim für sein absolut geiles Verhalten als nächstes zuschicken. Ja, wie Tamara sagt, keinen. Also stimmt fleißig jetzt in den Kommentaren ab, welchen Teaser Tim als nächstes bekommen soll. Sollte, falls wir ihm denn genau, einen schicken, Tim, weil wir wollen dich nicht belästigen. Das soll hier keine Belästigung sein, ja, wir wollen nicht aufdringlich sein, was ja manchmal so scheinen mag, wenn Frauen ihre eigenen Pornos Männern anbieten, die können es ja auch eklig finden. Ja, ja. Ich finde es auch eklig. Full front. Ist ja bekanntlich sexuelle Belästigung, wenn Frauen Männern ihre eigenen P***s anbieten. Ja. Hä? Natürlich. Natürlich ist es sexuelle Belästigung. Seid ihr dumm? Hier war nochmal das neue Lied, was wir geschrieben haben. Du meinst ungefickt, ungefickt. Du bist einfach ungefickt, ungefickt. Du bist einfach ungefickt, ungefickt. Du bist so gespielt. Und weil das so ist... Übrigens, Freunde, ganz kurz, selbst wenn ihr Jungfrauen seid oder alles, ne, in der Richtung dies, das, ne, lasst euch von so einem Scheiß nicht fronten. Es ist vollkommen okay, in egal welchem Alter, Jungfrau zu sein oder auch zu bleiben. So. Weil laut Steffen gibt es ja keine asexuellen Menschen, ne, haben wir ja gehört. Aber es ist vollkommen okay, das nicht zu wollen, das noch nicht gehabt zu haben oder was auch immer. Nur ganz kurz als Reminder nochmal, weil, ne, die wollen mich jetzt gerade damit fronten, dass ich keinen Sex habe. Cool. Also, ne? Ich wollte es nur kurz einmal sagen, in jeglicher Form ist es immer okay zu sagen, nee, ich habe keinen Bock auf Sex oder ich hatte noch keinen Sex oder ich habe Bock drauf, aber hat sich noch nicht angeboten, was auch immer. Nur als, damit ihr euch hier nicht fronten lasst, so, ne? Das sind halt, ich lese gerade ein Buch, wo es so um so, darum geht, wo quasi die eigene Mental Health oder die eigene, wie beschreibt man das? Wo man so im Leben steht, sage ich jetzt mal. So, ne? Wenn man glücklich ist und sowas, dann steht man hier oben, dann hat man eine, dann ist man auf einer hohen Wellenlänge, dann lässt man sich von kaum was triggern und es gibt so Leute, die sind so hier unten, die haben so niedrige Wellen, so, und diese Leute haben sehr, sehr niedrige Wellen und habt einfach eine Welle über denen und lasst euch nicht triggern dadurch. Deswegen nur ganz kurz. Also klar, die triggern mich übertriebenst, muss ich auch zugeben, aber nicht im Sinne von, dass ich mich jetzt angegriffen fühle oder sowas natürlich, ne, also what the fuck, also. Entstehen diese tollen Videos von dir, Schade drum, ja, wir hatten mal eine geilere Beziehung, ja, aber das wird alles in deiner Hand. Viel Spaß haben können, wenn du deine Sexausbildung selber begonnen hättest. Bei uns. Aber nee, bitte nicht. Du wolltest ja nicht. Aha, du wolltest lieber, dich mehr dem lieben Steffen widmen, was ich ja auch völlig nachvollziehen kann. Das ist eine absolut interessante Person. Also Timmelein, es haben mich einige schon gefragt. Ja, ich wurde gefragt. Besteht denn die Möglichkeit, dass das Timmelein schwul ist? Nee! What the fuck? Die wollen mich jetzt damit fronten, dass ich homo bin? Alter. Kranker Front, Alter, Bro. Kranker Front. Digga, das kann doch, das ist so eine Simulation hier, Digga. Oder die sind halt 40 und sagen jetzt, versuchen mich damit zu triggern, dass ich sage, ich bin schwul. Und selbst wenn, who cares?
Alter, Kacke. Ja, ich trage ja ich trage ja Nagellack, so klar bin ich schwul. Weil der, ja, irgendwie, also weil der einfach, in Steffen der echt war ja erst ist. So, ja, der war ja erst so in die Frauen verliebt, ja. Ne? Und dann, jetzt geht er, hat er nur noch Interesse am Steffen. Nur noch Augen für Steffen. Ja, also kann man aber könnte auch nachvollziehen, ne? Ja, weil, ja. Digga, es ist sehr, sehr starke Schmerzen. Ja. Der Steffen ist ja sein bestes Video. Ja. Und das spricht ja für die Potenz vom Steffen. Ja. Und wer sich denkt, was hat denn jetzt für ein Blödsinn gesagt? Ja, dann guck. Das, was mich am meisten triggert, ist mir die ganze Zeit mit dieses beste Video. Actually, es triggert mich wirklich. Meine Mods haben ein Video hochgeladen, wo ich mit Lisa auf irgendwelche TikToks reagiert haben. Das hat einfach random 4 Millionen Aufrufe. Also Steffen, bild dir bitte nichts auf die Views ein. Beziehungsweise, das Ding ist, es ist halt so negativ. Also es hat ja nur so viele Views, weil es so großes WTF geht da ab, war. Es war ja nicht, weil Steffen so krank ist, sondern es war Steffen, weil, obwohl es war, weil Steffen so krank ist. Man kann schon sagen so. Guck doch einfach die Sexfilme an. Nee. Und dann begegnet dir das gleiche Maß an Potenz. By the way, sind toxisch. Guckt nicht so wie so. Guckt so einen im Monat oder so. Aber sind toxisch und spiegeln nicht die Realität von Sex wieder. Nur ganz kurz einmal, ne? Seitdem ich keine mehr gucke, geht es mir deutlich besser. Also ganz for real von, das ist als wirklich ein Tipp. So, genau, guck lieber Hentai. Nein, aber ich gucke so einen Monat oder sowas noch vielleicht. Und seitdem sind meine Wellen sehr viel weiter oben. Und nicht da weit unten bei Steffen. Und warum wollen die mit dem Steffen Sex haben? Weil der so hübsch ist. Wie der Ninja-Tim, ne? Oder warum? Woran liegt das? Also lieber Tim, ich meine, da geht ganz klar ein Punkt an dich. Ja, du bist vom Aussehen her natürlich der geilere Mann. Du hast den trainierteren Körper. Danke. Du bist immerhin Ninja Warrior. Aber faktisch ist, Steffen ist derjenige, der... Das Kompliment nehme ich an. Der mit gerade mal... Genau, ist der geilere Ficker von euch beiden, der Sexfilme dreht, für den Sex, den er erlebt, auch noch Geld bekommt und also Sachen... Cool, ist ja okay, dass er ein Sexworker ist, mein Gott. Eieieiei, wirklich. Also das Ding ist, man könnte sich echt leicht an meiner Position gerade von dem ganzen Scheiß triggern lassen, aber ich denke mir so, nee, ich darf mich nicht darunter lassen, ich darf mich nicht darunter begeben. Den Fehler habe ich in der ersten Reaction gemacht, ich habe ja schon mal auf Steffen reagiert. Da habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, ich habe mich auf den Scheiß eingelassen. Das war wack von mir, das war weak von mir. Also, da bin ich wirklich auf deren Ebene okay, so schlimm jetzt auch nicht. So, aber, ne, da wollte ich mich rechtfertigen und ich... Rechtfertige mich hier für keinen Scheißer da. Ich bekomme die Nachricht von George auf meine Uhr. Bleib stark, Großer. Meine Uhr ist nur vibrieren, ey. Kann man sich, da weiß ja jede Frau, was geiler ist, Ninja Warrior sein oder ein geiler... Grüße gehen raus an diese Frau. Ficker, ein Ninja Warrior bimsen oder Steffen Ostwald ficken. Das ist eine schöne... Also ich würde ja auch gerne mal deinen Bimsstein sehen. Ja, dein Bimsstein. Der ist im Bad. Ich habe Action im Bimsstein. Gut für so Hornhaut abrubbeln. Was war nochmal Bimsstein? Schieb mir dein zum Hornhaut. Ja. Gestern saß ich auch in der Badewanne und habe gedacht, ob ich meine dir Hornhaut... den Bimsstein reinschiebst? Nein. Ja, super. Jetzt kommen wir vom Thema. Ja. Also, liebes Timmelein. Kommt Tim ja auch immer. Der kommt auch einfach immer sehr vom Thema. Ja, natürlich, natürlich. Deswegen kann man auch das einfach Thema mal Blödsinn quatschen. Hat sie mich gerade gefunden, dass ich früh komme? Jace, Alter, auch die danke für die 10 Euro. Für die Therapie nach dem Video. Haben die nicht vorhin gesagt, 20 Minuten halte ich durch? Und jetzt komme ich früh. Ja, okay, dann komme ich halt früh. Alter, wirklich. Sex. Genau. Oder wie du als Mann dich vom notgeilen Hund zum Herzkönig transformieren kannst. Ja. Das hat nämlich der Steffen gemacht. Also nochmal die Frage, warum komme die Frau zum Steffen? Warum? Hä? Naja, ein paar wollten auch flüchten vor dir, Bro, und kamen nicht raus. Und mussten durch die Familie rausgeholt werden aus deinem, was auch immer das da für ein Ding ist bei dir. Also, es gibt Frauen, die sind vor dir geflüchtet, weil sie so von dir eingesogen wurden. Also, weil sie so krass emotional manipuliert worden sind. Aber das habe ich auch alles in dem Video erklärt. Und ich habe übrigens auch von den Frauen, die vorher bei dir in deinem Konstrukt waren und geschafft haben zu flüchten, großes Lob bekommen. Sehr, sehr großes Lob. Und auch, ich habe sogar von Familienmitgliedern, von Frauen, die vor dir flüchten konnten, großes Lob bekommen und großen Dank bekommen,
dass ich so ein Video gemacht habe, wo ich von dir gewarnt habe. Ja, das wollte ich nur kurz an der Stelle einmal in den Raum geworfen haben. Halt mal dein Birnchen ein. Also auch du, Tim. Man kennt es ja auch umdrehen. Warum gehen die Leute nur zu dem Restaurant? Weil die Couch bei dem so schön ist, hä? Oder weil es da gut schmeckt? Weil der Koch so gut kocht, eventuell. Würde ich mal so in den Raum stellen. Und es ist ja auch einige Männer schon aufgepasst. Oder weil es erst so billig ist. Aufgefallen. Ja. Tagel ist wieder Geld wegen Steffen. Ja, true. True, actually. Bro, Steffen, danke dir, Mann. Gerade schon wegen dem Stream hier Fovi verdient. Bruder, Steffen, danke. Ach, Mann, Alter. Aber da muss man halt dann auch mitdenken und weiterdenken. Was ist einigen Männern aufgefallen? Ja, dass da was nicht stimmt. Bei Tim. Ja, oder die haben sich die Frage gestellt, wie macht der Steffen das? Ja, wie macht der Steffen das? Ach so. Dass der so wahre Frauen an seiner Seite hat. Ja, und auch so souveräne Frauen. Genau. Wirklich so lustige Videos. Emotionale Manipulation. Die sind doch keine Opfer. Also irgendwas also, muss da ja dran schlecht sein. Ging, ja. Ne? Dann könnte die ja ein. Also ich sage jetzt nicht, dass diese beiden, dass die beiden emotional manipuliert worden sind, ne? Das ne, kann ich jetzt nicht 100% sagen. Aber es haben ja Frauen schon von emotionaler Manipulation von ihm geredet, die von ihm flüchten konnten. Und dementsprechend glaube ich diesen Frauen jetzt einfach mal, weil wenn mehrere Frauen unabhängig voneinander dasselbe sagen, ne, sollte man denen wohl eher glauben. Statt jemanden, der straight up beleidigt und mit Gewalt droht. Also, ja. Ein Video aufnehmen und sage, liebe Leute, helft uns. Aber nein. Können wir ja mal machen. Die machen Videos und sprechen dem Steffen Sexempfehlungen aus. Nochmal angemerkt, okay? Das, so wie das früher war, dass man hier einfach Geld gezahlt hat und konnte dann mit dem Steffen nach Beliebe Sex haben, das ist vorbei. Weil das steht auch schon im Buch. Er wird immer exklusiver. Und bei uns heißt die neue Hürde jetzt. Wir sind eine Porno-Produktion. Wir sind ein cool. Junges Start-up, okay? Spiritualität glaubt doch eh keine Sau, okay? Die spirituellen Dinge glaube ich auf jeden Fall safe, aber nicht in diesem Kontext hier. Boah, George ist triggert. Uiuiui, wirklich, es ist funny, was ich auf meine Uhr hier bekomme. Es ist vorbei. Spiritualität gibt's hier nicht mehr. Ja. Ist für den Arsch. Wir ja, sind ja, jetzt Kapitalisten. Wir verabreichen auch Sadomaso, das kriegst du ja gerade mit, Timmelein, okay? Das, was wir hier machen, ist eine ganz weiche und subtile Form von einer schmerzverabreichenden Behandlung über Video. Schmerztherapie. Ja, oder was labern die gerade für eine Scheiße? Wirklich, Alter, was? Im Grunde hast du dir das auch einfach nur selbst gemacht. Weil wenn man als YouTube-Star, du bist ja ein Star, ne? Du läufst ja schon auf dem roten Teppich, ne? Bei dir muss ja eine Frau einen Antrag stellen. Schatz, dafür hast du vielleicht Zeit, dass ich ein bisschen mit dir Sex habe könnte. Und dann sagst du, ja, also mach hin, Mädchen. 20 Minuten. Ja, 20 Minuten hast du, okay? Und dann soll die Frau sich damit zufrieden geben. Tim, also... Das ist jetzt ein Front? Dass ich weniger Sex will als die Frau? Okay. Und ganz ehrlich, Freunde, wie am Anfang, ich finde 20 Minuten voll stabil. Was wollen die von mir? Alter. Also du hast dir da wirklich so die Blöße gegeben, ne? Deutschlandweit. Aber ja, true. Hey, ich dachte, du hast keinen Sex. Ja, true, Chat. Ich weiß jetzt auch nicht, was habe ich jetzt Sex oder nicht? Ah, und weil wir ja ein Herz Timmy Lines haben. Ach so, was kommt jetzt, Alter? Oder auch ein Herz für Ninja Warriors. Ninja Warriors also, und Timmy Lines haben wir ein, starten wir hiermit einen Aufruf an euch, liebe Zuschauer. Wir suchen fürs Timmy Line eine Freundin, die ihn in der Kunst des Bimsens ausbildet. Ja. Okay. Ihr wollt wissen, was Georgia schreibt? Sie kackt, glaube ich, gerade komplett ab. Okay, ja, ey, dann sucht mir eine Freundin, die mich in der Kunst des Bims ausbildet. Ist doch geil. Also bin ich dabei, ganz ehrlich. Hey, ist doch nice. Hey, stell mal vor, das ist eine Freundin, die so richtig, richtig krasse Sachen mit dir macht. Okay. Mann, ich kann das alles nicht mehr.
Das war, können die mir auch wen suchen? Mann, ich kann das nicht mehr, Freunde. Alter, was ist das denn? Alter. Warte, ich brauche noch Thumbnail für Video. Perfekt, haben wir Thumbnail. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, Bimse. Weil natürlich freue ich mich nicht für dich. Natürlich ist das schade, dass du jetzt, im Fall sollte das überhaupt stimmen, keine Ahnung, wieder alleine dastehst. Und deswegen, ja, also, liebe Frauen, wenn ihr... Georgia fragt, ob wir dann nach 3 Monaten Urlaub zusammen machen wollen. Ja, brauche ich auf jeden Fall nach dem Video. Lust habt, maximal... 6 Filme mit uns zu drehen. Gerne. Und wenn ihr zum Timmylein wollt, geht ihr zum Timmylein. Dürft ihr auch zum Timmylein, ja. Also hier ist auf jeden Fall female friendly und dafür stehen ja die Frauen. Okay, das ist ja... Ja. Sonst wären wir ja gar nicht da. Und bei Timmylein ist alles andere. Ja. Ja. Also. Aber dafür hat er auch ein wenig Cash. Ja. Ja, das kriegt ihr definitiv. Wir fordern Schmerzensgeld. Bro, das ist gemein. Bro, den Take kannst du nicht bringen. Alter, den Take kann er nicht bringen. Alter, ich brauche Therapie nach wieder. Meine Therapeutin meint so, ey, ich bin austherapiert, mir geht's wunderbar, mir geht's gut, ich brauche nicht mehr. So. Und, aber hiernach glaube ich, wieder, Alter. Ja, Chat fordert Schmerzensgeld. Bro, ihr solltet dem Chat mal Schmerzensgeld geben. Chat fordert Schmerzensgeld. Weil ich habe jetzt eine posttraumatische Störung. Bro, wie, guck mal, sowas ist auch wieder so ultra wack. Sich halt über solche Leute lustig zu machen, die halt wirklich eine posttraumatische Störung haben, so. What the fuck? Okay. Deinetwegen. Ja. Deinetwegen. So, what the fuck, das ist ultra wack. Schau dir an, was du gemacht hast. Wegen dir. Okay. Nimm das. Du. Dafür kriegst du das. Ja, also Tim, wir warten auf deine Antwort. Intervieweinladung, Auszahlung unserer Anteile an... Nee, beides abgelehnt. Deinen Einnahmen. Und du bist so geil, Leon. Zeig mir deine Eier, Baby. Zeig mir deine Eier, Baby. Tim. Auch das ist abgelehnt. Timmy, steck mir deinen Dödel rein. Timmy, steck mir deinen Dödel rein. Du bist so geil. Tim mal fordernd. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ja, Georgia, ich kann das auch alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Videos, genau. Kommentiert fleißig. Ja. Wir fordern auf Live-Interview mit Thea und Nathalie. Dancing for money. Ich finde die Scheiße. So haben wir noch einen auf Lager. Ich will noch mal kurz betonen, das sind irgendwie so 40-jährige Dudes, die mich fronten. Ich finde dich scheiße. Alter! Du bist einfach ungefickt! Du bist einfach ungefickt! Ungefickt! Du bist einfach ungefickt! Ja, okay. Das ist das ganze Thema zusammen. Ich bin in der BDSM-Szene einige Schmerzen gewohnt, aber das war wahre Folter. Was war denn das jetzt? Ach du Kacke, ey. Ich hol mir ein Bier. Digga, Drogen sind vielleicht doch die Lösung. Freunde, nee, Drogen sind nicht die Lösung, weil sonst werdet ihr so. Also, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, da wurde schon mal die eine oder andere Pille gepoppt. Ja, das war die Pubertät des Ninja Warrior Tim. Heilige Scheiße, ich kann nicht mehr. Darauf ein alkoholfreies, ne? Prost. Mein Therapeut braucht einen Therapeuten. Ja, Freunde, okay, abschließende Worte zu dem Video.
lasst euch von so einem Scheiß nicht triggern, ne? Also ganz ehrlich, da wurden so viele Sachen gesagt, die wieder nicht okay waren. Dieses mit dem jemanden fronten, weil jemand irgendwie keinen Sex hat, so weil er früh kommt oder hier posttraumatische Störungen, dies, das, worüber sich lustig gemacht wurde. Freunde, lasst euch von so einem Bums nicht triggern. Vor allem, Sex ist nicht das Ziel im Leben. Also, ne, Steffen Oswald hat ja sehr oft gesagt, Sex ist das Ziel so, oder es dreht sich sehr viel um Sex. Er meinte dann zwar irgendwann, hat er das revidiert und meinte so, yo, nee, wirklich sterben müssen wir das Endziel oder sowas. Ja, das schon eher. Aber bei denen im Leben dreht sich halt alles um Sex. Wenn man keinen Sex hat, ist man ein Loser. So sagen die halt. Und das ist halt nicht wahr, Freunde. Es ist scheißegal, wie viel Sex ihr habt. Es ist kackegal, wie gut euer Sex ist, dies, das. Das macht nicht euer Leben aus. Das wollte ich nur ganz kurz hier einmal erwähnt haben. Weil es gibt natürlich auch jüngere Leute, die sich dann vielleicht davon beeinflussen lassen, dies, das. Ja, wollte ich ganz kurz einmal sagen.